Servus Leute, Powerpyro am Start. Wir haben den 3. Juli 2023 und heute findet das allererste Großfeuerwerk statt, das ich komplett geplant habe. Ich zeige euch gleich alles, was wir hier aufgebaut haben, dann gibt es auch direkt das Feuerwerk und es wird geil, ich freue mich. So, der Aufbau ist relativ ähnlich so wie letztes Jahr, und zwar haben wir hier vorne wieder die ganzen 60er Zinkgestelle, da drüben haben wir dann auch noch ein paar Bombetten, genau, hier ein bisschen Unterfeuer, F2, F3, hier vorne dann erstmal diverse 100 mm Rohre, schießen hauptsächlich Ware von Blackbox, Panda und Zink, genau, hier drunter haben wir dann ein riesengroßes Rack mit 75er Rohren, dann hier wieder Zinkgestelle für diverse Zwischensequenzen. Hier geht es einmal los mit der 1. Wir brechen jetzt einfach mal die Tradition, bei uns gibt es 4 Salutschläge auf einen Schlag. Ja, dann haben wir hier vorne auch noch diverse Zinkgestelle im Kaliber 60 bzw. 45 jeweils außen. Und dann haben wir hier hinten noch ein paar 100er und 125er Rohre. Hier hinten, darunter verbirgt sich dann noch ein kleiner Fächer mit 75ern fürs Finale. Da dann für am Anfang und auch für relativ zum Schluss sind ein paar 65er, auch nochmal ein paar 100er Rohre. Und dann kommen wir zu den etwas größeren Kalibern mit genau dem richtigen Aufkleber. So, das wird natürlich alles wieder schön zugemacht. Dann, das müssen wir euch natürlich auch unbedingt zeigen. So, das Gerät ist hier jetzt noch aus der Römerzeit. Ja, Asbach uralt. Aber haben wir knapp 2000 Liter. Sollte auf jeden Fall reichen, um hier alles noch ein bisschen zu wässern. Dann, was haben wir noch? Hier haben wir auch nochmal einen kleinen Fächer. Das dürfte, was ist denn das? Rokoko, genau. Dann ja, noch mehr Blitze, hier haben wir auch noch mal ein paar Batterien drunter, noch mehr Blitze, weitere 150er Rohre. Dann hier drunter verbirgt sich fürs Endbild dreimal die Rot-Rot von Zink, Kaliber 125, dann der gelbe, die Profis unter euch kennen ihn. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch das eine oder andere Schmankerl hier von Zink, die eine oder andere Rakete. Und ja, ich freue mich einfach nur unfassbar auf dieses Feuerwerk. Ich hoffe, dass alles klappt, also die Nervosität, die ist abartig. Ja, es wird einfach geil, hoffe ich. Und lasst mir gern später auf jeden Fall, wenn ihr das Feuerwerk euch angeguckt habt, ein kurzes Feedback, da würde mich sehr freuen. Und in dem Sinne wünsche ich mir jetzt einfach mal selbst gut Schuss und viel Spaß euch. Los geht's.